Hast du jemals bemerkt, dass es die kleinen Dinge im Leben sind, wie mit dem Sonnenaufgang aufzuwachen, mit einem Freund zu lachen oder diese unerwarteten Atomic Fireball Süßigkeiten in deinem Schreibtisch zu finden, die dein Leben mit Freude und Glück erfüllen? Ja, ich auch. Diese kleinen Dinge können auch dazu beitragen, dass du wieder den richtigen Weg findest, wenn mal etwas schief geht. Wenn du dein Leben selbst in die Hand nehmen möchtest, habe ich genau die richtigen Tipps für dich. Nummer 1. Bewahre deine Schlüssel an einem Ort auf. Bist du jemals zu spät in die Arbeit gekommen, nur weil du 5 Minuten in deiner Wohnung herumgerannt bist und versucht hast, deine Schlüssel zu finden? Mir ist das schon passiert. Zum Glück lassen sich solche Fälle leicht verhindern. Nimm einfach eine Schlüsselablage und hänge sie an die Vordertür. Der wichtigste Teil hier, denke daran, sie sofort zu benutzen, wenn du nach Hause kommst. Nummer 2. Bereite dich am Abend zuvor auf den Morgen vor. Es hört sich vielleicht etwas uninteressant an, aber das Beste, was du tun kannst, um deine Morgenroutine zu verbessern, ist, einige Dinge am Vorabend zu tun. Du kannst zum Beispiel immer deine Tasche packen oder dir vorher ein Outfit für den nächsten Tag aussuchen. Nummer 3. Geh zum Arzt. Wie oft vermeidest du deinen Arztbesuch und hoffst, dass das Problem von alleine verschwindet? In diesem Fall ist es immer noch besser, einen Termin zu vereinbaren und deine Bedenken mit einem Arzt zu besprechen. Und auch wenn es dir gerade gut geht, vergiss nicht, dich mindestens einmal im Jahr untersuchen zu lassen. Nummer 4. Mach dein Bett. Es ist wahrscheinlich nicht deine Lieblingsbeschäftigung am Morgen, besonders wenn du allein lebst. Wenn du gleich nach dem Aufstehen dein Bett machst, fühlst du dich besser und steigerst deine Produktivität für den Tag. Und es ist die einfachste Angewohnheit der Welt, da es nur wenige Minuten dauert. Nummer 5. Alles zurücklegen. Manchmal ist es schwierig, etwas zu finden, das du wirklich brauchst, nur weil du dich nicht daran erinnern kannst, wo du es gelassen hast. Kommt dir das bekannt vor? Ja, natürlich. Stell einfach sicher, dass alles, auch Werkzeuge, ihr eigenes Zuhause in deinem Haus haben und platziere sie direkt nach der Verwendung dort, wo sie hingehören. Nummer 6. Schreibe deine Pläne auf. Stell dir vor, wie anders es wäre, wenn alle diese Regeln befolgen würden. Keine versäumten Termine, keine vergessenen Besprechungen, keine abgesagten Dates, nur weil dein Freund sich in der Zeit geirrt hat. Scheint eine perfekte Welt zu sein, nicht wahr? Um dies zu verwirklichen, notiere dir alle wichtigen Termine in deinem Telefonkalender oder halte dich an einen guten alten Tagesplan. Nummer 7. Hab immer einen Plan B. Planen kann sehr produktiv sein und dir helfen, Zeit zu sparen. Wenn du jedoch nur an eine Option gedacht hast, auch wenn diese sehr detailliert ist und plötzlich etwas schief geht, kannst du dich ziemlich verloren fühlen. Abgesehen davon, dass du enttäuscht und unsicher bist, hast du keine Zeit, dir eine andere Idee auszudenken. Es ist immer besser, im Voraus einen Plan B zu haben, auch wenn das nur bedeutet, einen zusätzlichen Stift für eine lange Vorlesung mitzunehmen. Nummer 8. Koche zu Hause. Das Essen selbst zuzubereiten mag wie zusätzliche Arbeit erscheinen, spart dir jedoch Geld und ermöglicht es dir, jede Mahlzeit so zu kontrollieren, so dass sie auch gesünder sein kann. Es schadet auch nicht, das Frühstück oder Mittagessen im Voraus zuzubereiten. Benötigst du einen Grund, endlich über Nacht eingelegte Haferflocken auszuprobieren? Jetzt hast du ihn! Nummer 9. Räume deinen Posteingang auf. Es kann anstrengend sein, jeden Tag unzählige E-Mails zu beantworten und Spam hilft dir nicht weiter. Nimm dir ein paar Stunden Zeit, um deinen Schriftverkehr zu überprüfen und alle Junk-Mails, die sich in deinem Posteingang befinden, abzubestellen. Vor allem die Nachrichten, die du seit Monaten nicht mehr gelesen hast, geschweige denn seit Jahren. Du kannst auch einige alte Nachrichten löschen, nachdem du sie geöffnet hast. Nummer 10. Werde eine Sache los, bevor du eine andere kaufst. Vor allem bei Schlussverkäufen ist niemand gegen Kaufimpulse gefeit. Um deinen Einkauf weniger spontan und vernünftiger zu gestalten, versuche etwas zu verschenken, das du bereits hast, bevor du etwas Ähnliches kaufst. Du kannst dir auch Zeit nehmen, darüber nachzudenken und wenn du einen Monat später noch immer dieses Produkt kaufen möchtest, kannst du es gerne tun. Nummer 11. Habe ein Notizbuch für Ideen. Kennst du das? Die unglaublichsten Ideen fallen dir ein, wenn du etwas ganz anderes machst. Deshalb ist es wichtig, immer ein Notizbuch bei dir zu haben.
Du weißt nie, wann du deiner Aufgabenliste eine neue Aufgabe hinzufügen oder eine brillante Idee für einen Film, die dir plötzlich einfällt, aufschreiben musst. Es ist auch hilfreich, alle deine Notizen an einem Ort zu haben, anstatt sie auf Post-its zu kritzeln, die du leicht verlieren kannst. Nummer 12. Gehe früher als gewohnt aus dem Haus. Wenn du regelmäßig zu spät dran bist, versuche diesen Trick. Gehe etwa 10 Minuten früher aus dem Haus, als du es normalerweise planst. Auch wenn auf deinem Weg etwas Unerwartetes passiert, hast du etwas mehr Zeit, um pünktlich anzukommen. Und wenn alles wie geplant verläuft, bist du sogar etwas früher dran. Nummer 13. Mache deine am wenigsten bevorzugte Aufgabe zur Gewohnheit. Wir alle haben kleine Dinge, die uns manchmal besonders schwer fallen, wie den Fußboden wischen oder die ungelesenen Nachrichten eines aufdringlichen Mitarbeiters zu lesen. Um den Aufschub zu überwinden und endlich alles zu erledigen, verwandle es in ein Ritual um. Höre zum Beispiel beim Aufräumen einen Podcast an, den du magst. Noch besser ist es, wenn du es regelmäßig zur gleichen Zeit tust. Antworte zum Beispiel deinen Kollegen, während du den morgendlichen Kaffee trinkst. Nummer 14. Mach Platz für Neues. Manchmal musst du einige Änderungen vornehmen, um die Kontrolle über dein Leben zu erlangen. Du schwimmst eigentlich nicht gern, machst es aber aufgrund einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio weiter? Hör damit auf und versuche einen anderen Sport. Das gleiche gilt für alte Kleidung, die du nie trägst, oder sogar für alte Freunde, die getrennte Wege gegangen sind. Du kannst den neuen Freiraum für neue Dinge und Emotionen nutzen. Nummer 15. Schütze deine Passwörter. Ich bin sicher, dass du bereits weißt, dass es viel weniger gefährlich ist, unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Websites zu haben. Für den Fall, dass du sie jemals vergessen oder vertauscht hast, ist es hilfreich, eine Datei zu haben, in der jedes einzelne Passwort aufgeführt ist. Oder du kannst eine spezielle App auf deinem Telefon dafür verwenden. Nummer 16. Erholsamer Schlaf. 7 bis 8 Stunden friedlicher Schlaf jede Nacht ist ein Muss, wenn du erfolgreich sein willst. Das hilft deinem Körper, sich zu erholen und deinem Gehirn alle Erlebnisse zu verarbeiten, die du im Laufe des Tages gemacht hast. Um dich morgens noch energetischer zu fühlen, versuche jeden Tag zur gleichen Zeit zu Bett zu gehen und aufzustehen. Nummer 17. Repariere kaputte Sachen. Es ist nicht einfach, etwas zu erreichen, wenn du von durchgebrannten Glühbirnen und Farbe umgeben bist, die sich von den Wänden löst. Details wie diese sind nicht weniger wichtig als deine eigentliche Arbeit. Nummer 18. Mache eine tägliche To-Do-Liste. Besorgungen können schwierig sein, wenn du versuchst, alle deine täglichen Missionen im Auge zu behalten. Mache es dir zur Gewohnheit, deinen Morgen mit einer klaren Liste von Aufgaben und Pflichten zu beginnen, die bis zum Ende des Tages erledigt werden müssen. Und vergiss nicht, sie abzuhaken, wenn du fertig bist, denn das ist der beste Teil. Nummer 19. Nimm dir Zeit für dich. Die Kerze an beiden Enden anzuzünden ist möglicherweise nicht das Beste, was du für deine Karriere und dein Leben tun kannst. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, ist es genauso wichtig, dass du dich von Zeit zu Zeit ausruhst. Und wenn Urlaub keine Option ist, finde etwas, das du wirklich magst, abgesehen von der Arbeit natürlich, und widme dich jeden Tag deinem Hobby. Nummer 20. Räume vor dem Schlafengehen etwas auf. Das Aufräumen auf das Wochenende zu schieben, scheint zunächst eine gute Idee zu sein, aber falle nicht darauf herein. Es ist tatsächlich einfacher, jeden Abend ein wenig aufzuräumen, damit dein Haus nicht unordentlich ist. Wische einfach die Oberflächen ab oder wasche deine Wäsche und et voilà. Du kannst dich an deinem freien Tag mit Freunden treffen oder einen Film ansehen, anstatt deine Wohnung aufzuräumen. Nummer 21. Geh einmal in der Woche einkaufen. Es gibt keinen Grund, zu viel Zeit damit zu verschwenden, jeden Tag zum Laden zu laufen. Überlege dir, wie viel du in einer Woche isst, welche Zutaten du benötigst und wie viel Geld du für deine Mahlzeiten ausgeben möchtest. Wähle dann einen Tag aus, der für dich am besten geeignet ist und gehe immer an diesem Tag einkaufen. Nummer 22. Mache ein Foto von deinem Freund und dem Gegenstand, den du ihm geliehen hast. Sind wir mal ehrlich, das Leben wird hektisch und du kannst dich nicht immer daran erinnern, wer dein Buch oder dein neues Brettspiel ausgeliehen hat. Wenn du dich noch nicht von deinen Sachen verabschieden möchtest, mache ein Foto von der Person, die etwas von dir ausgeliehen hat, während sie es in der Hand hält. Eine Sache weniger, über die du mit deinen Freunden streiten musst. Nummer 23. Achte auf Verfallsdaten.
Abgelaufene Medikamente, Lebensmittel und Kosmetika beanspruchen nicht nur Platz in deinen Regalen und im Kühlschrank, sie sind auch gesundheitsschädlich. Es ist besser, bereits beim Kauf den Zeitraum zu überprüfen, in dem jedes Produkt verwendet werden sollte. Andernfalls besteht die Gefahr, dass du versehentlich verdorbene Milch trinkst oder eine abgelaufene Creme verwendest. Und was ist mit dir? Hast du einen besonderen Trick, der dich auf dem Laufenden hält? Teile ihn unten in den Kommentaren. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann klick auf Gefällt mir und teile das Video mit einem Freund. Aber lauf noch nicht ab, wir haben über 2000 coole Videos für dich. Klick einfach auf das linke oder rechte Video und genieße es. Und denk dran, bleib auf der Sonnenseite des Lebens.